Meinungen sind gefragt beim dritten Workshop der Veranstaltungsserie der Bayerischen Staatskanzlei, der Europäischen Akademie Bayern und der Vertretung der Europäischen Kommission in München. Was soll vermittelt werden? Dass die ihre Standpunkte und auch politische Standpunkte kritisch hinterfragen, dass sie bewusst schauen, welche Quellen sie denn nutzen, um eine politische Meinung sich zu bilden, und dass Europa unsere Zukunft ist, weil sonst haben wir keine. Gerade jetzt im Hinblick auf die letzten Wahlen in den USA ist es natürlich auch für die Schüler wichtig, dass sie wahrnehmen, was sind diese populistischen Töne, die wir drüben gehört haben, die wir auch hier hören halt, und dass sie dann selber sich ein eigenes Urteil bilden können. Ich muss jetzt nächstes Jahr wählen, und dazu ist schon wichtig, mal ein bisschen politisch informiert zu sein und so. In den Workshops findet viel Teamarbeit statt, um Schüler für politische Bildung zu interessieren. Ich finde, das ist voll wichtig, weil man selbst nie so wirklich dazu kommt, sich so richtig mit dem Thema so auseinanderzusetzen. Und deshalb finde ich, wenn man das durch die Schule macht, ist es nochmal so ein bisschen so ein Ansporn, dass man sich wirklich mal damit beschäftigt. Allein wegen der NATO und diesen wirtschaftlichen Beziehungen, dass es einfach wichtig ist, dass man zusammenarbeiten kann, dass irgendwie keine negativen Konsequenzen daraus entstehen können oder sowas. Es ist ja immerhin unsere Zukunft, und deswegen sollten wir uns auch damit auseinandersetzen und informieren und auch mitbestimmen, damit wir dann halt später auch davon profitieren. Eine tolle Diskussion mit euch geht zu Ende. Ich würde mich freuen, wenn wir das online weiterführen. Geht einfach auf die Facebook-Seite Unser Bayern und kommentiert fleißig, und ich freue mich auf eure Kommentare. Viel Spaß!